Die Kamera in der Taschentuchbox ist von außen nicht zu erkennen und zeichnet Videos bei Bewegung, Zeitsteuerung oder manuell auf. Öffnen Sie die hintere Abdeckung, um die Anschlüsse zu sehen. Dort befindet sich auch der Ein-Aus-Schalter. Mit diesem können Sie die Kamera einschalten. Gesteuert wird das Gerät per Fernbedienung. Schließen Sie die Kamera an einen Fernseher an, dann können Sie das Menü direkt auf dem Fernsehbildschirm betrachten. Mit der Fernbedienung können Sie die verschiedenen Punkte ansehen. Durchsuchen Sie zum Beispiel die aufgenommenen Daten und geben Sie diese wieder. Stellen Sie Zeit und Datum ein. Setzen Sie die Empfindlichkeit und den Bereich der Bewegungserkennung fest. Ändern Sie Videoeinstellung zur manuellen Aufnahme. Stellen Sie den Zeitplan für die zeitgesteuerte Aufnahme ein. Hier kann für jede Stunde ein anderer Aufnahmemodus gewählt werden. Ändern Sie unter anderem noch die Einstellung zur Speicherkarte und weitere Optionen. Im Bereich Search and Play können die aufgenommenen Daten wiedergegeben werden. Dort wird auch angezeigt, ob eine Aufnahme manuell, per Bewegungserkennung oder in einem anderen Modus aufgenommen wurde. Die Videoaufnahmen werden direkt am Monitor angezeigt. Alternativ können Sie auch die SD-Karte aus der Kamera entnehmen und die Daten am PC wiedergeben. Sie sehen nun ein solches Originalvideo, das direkt der Kamera entnommen wurde. Sie können diese und andere getarnte Kameras auf www.alarm.de erwerben.